Moment, ich muss das jetzt für mich klarstellen und hoffentlich dann kann ich alles mit ausradieren, was ich dann vorher gefragt habe in anderen Gesprächen. These ist, nur der Geist erlebt diese Gefühle und all die ausgedachten Personen erleben das nicht. Das scheint nur so. Antithese, es gibt eine Art... Es ist eine Definition des unvollkommenen Programms. Antithese? Ja, Antithese, es gibt eine übergeordnete Logik, die so geschaffen ist, dass die verschiedenen Personifizierungen voneinander lernen können. Also was ich einen anderen antue... Aber lernen antue, nur der eine. Richtig, aber dann... Du erlebst unendlich vielen Perspektiven gleichzeitig. Das ist der Komplex. Richtig, aber obwohl nur ich alles erlebe und lerne, muss ich doch in diesem dreidimensionalen Spiel, wo es andere zu sein, zu... Ich mache es mal ein einfaches Beispiel. Ja. Weil du jetzt viel Matten da ist. Das sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich rede mal in einer Ich-Form, okay? Ich, Geist, werde jetzt in diesem Moment konfrontiert mit einem ausgedachten Lehrer und einem ausgedachten Schüler. Den Lehrer nennen wir mal Udo und den Schüler nennen wir Matten. Okay? Ich, Geist, werde mit beiden Figuren konfrontiert. Und ich habe jetzt eine Interaktion, dass der Lehrer den Schüler was erklärt und der Schüler, die jetzt langsam zu verstehen, den Anschein hat, dass er versteht. Wobei der es verstehen kann, ist der sich beide ausdenkt. Der sich den Lehrer ausdenkt, weil alles, was der Lehrer jetzt sagt, wenn du ein träumender Geist bist, sagt der Lehrer ja nur, weil du das träumst. Richtig. Und alles, was der Schüler lernt, der als ausgedachter Schüler überhaupt nichts lernen kann, es ist eine vergängliche Erscheinung, der wird dann so darauf reagieren, wie du jetzt in diesen Zwitterwesen Lehrer und Schüler gleichzeitig, weil du ja die Synthese bist. Das heißt, da ist ein Anteil in dir drin, der weiß, das ist die Weisheit, und ein Teil, der eben nicht, der nur weiß als Weib ist. Das Interessante ist, in der Weisheit wird er das hinten nur mit einem S, wie Bewusstsein geschrieben, das S. Aber im Wissen, im Weiß, haben wir das scharfe S oder das Doppel-S, je nachdem, wie wir das setzen. Und dann kriegen wir das Weib. Und das Ganze führt uns dann eigentlich zu Schrödingers Katze. Ich sage immer wieder, die Physikbücher sind genauso Märchengeschichten, wenn man sie versteht. Schon das Wort Katze als Ding an sich. Wenn man jetzt die Möglichkeiten jetzt gleich, die man sofort durchprüfen kann, wenn man sich die Zeit dazu nimmt. Und es ist ja schon interessant, immer wo ich sage, die verschiedenen Formen von Zeit. Wenn man das durchspielt, wenn du immer, ich habe das einmal mit DN, MN, dann TM, also 1, den ersten 44, 400, vorne, wenn man das austauschen, das kannst du ja mit allen Zweierradix nochmal durchspielen, was sich da passiert, und wenn man das dann spiegelt und das Spiel nochmal macht, und du wirst merken, bei vielen Grundelementen ist es ein ganz arithmetischer Aufbau, dass du wirklich erkennst, Lautwesen sind letztendlich Steuerungszeichen in einem Computerprogramm. Das sind Schöpfungswesen, Elementarteilchen, wie elementare Computerprogramme. Es ist ein komplett anderes Weltbild, von dem ich rede. Und wie gesagt, ich kann das mit der momentanen Intellekt, kannst du das genauso wenig verstehen, so wenig, wie du jetzt in einer Gebärmutter irgendein Embryo im fünften Schwangerschaftsmonat irgendwas erzählen kannst.